Ist offensichtlich weiter weg. Ich glaube, ich habe... wie heißt das noch? Oh. Guck es dir an. Es hat schon mal Spacern begegnet? Totaler Abschaum. Diese Aasgeier. Du warst da oben, ja? Im All? Das muss so cool sein. Ich war noch nie da. Die Leute lässt, in deiner Akte sind mehrere diplomatische Missionen vermerkt. Du sorgst in den besiedelten Systemen also für Frieden, ja? Geschäftsdistrikt gefunden. Okay, hier müssen wir mit der Maat fahren. Gehen wir mal in die andere Richtung. Okay, dann ändere die Botschaft. Vergesst niemals die Taten des FC! Niemals! Was willst du? Ich bin beschäftigt. Okay. Entspann dich, Markus des 3 vom Sanktum Universum wollte, dass ich dir das hier gebe. Was? Zeig mal her. Ach ja. Ich war vor einer Weile mal im Sanktum Universum. Aber nur das eine Mal. An deiner Stelle, was hältst du von Sanktum Universum? Ich find's interessant. Diese Vorstellung, buchstäblich Gott zu finden, ist irgendwie tröstlich. Warum erzähle ich dir das eigentlich? Keine Ahnung. Vielleicht solltest du mal wieder hingehen. Ich weiß nicht. Weißt du, ich will das gerne alles glauben. Das Sanktum Universum glaubt, dass Gott uns die Fähigkeit zum Grafsprung gegeben hat, damit wir ihn suchen und finden. Vielleicht kann ich dann auch meinen Vater finden. Ich habe ihn als kleines Mädchen verloren und erinnere mich kaum an ihn. Warum bist du nicht wieder zur Kirche gegangen? Wenn es am Ende alles nicht stimmt, dann verkrafte ich das nicht. Das verstehe ich. Vielleicht können die anderen Mitglieder dir mit deiner Trauer helfen. Spar dir bitte deine Predigt. Ich will nicht mehr darüber reden. Ich gehe wieder hin, wenn ich es will. Okay. Mach das. Mir eigentlich sogar egal. Ja, soweit so gut. Gut, gehen wir zum Raumhafen. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der NET wird mir immer noch übel. Ich wünschte, eigentlich wollte ich professionell kochen. Nicht sowas hier. Ach, ich bin schon an der Person vorbei. Meine Schwester hat jetzt eine eigene kleine Farm. Da kannst du aber stolz sein. Sie ist echt unglaublich. Wenn nötig, könnte ich nur von Kaffee leben. Wenn du mich fragst, kommt dein Terror Brew immer gut. Ach, der? Markus Lestreher vom Sanktum Universum bat mich, dir das hier zu geben. Oh, vielen Dank. Eine Einladung. Ja, ich war vor ein paar Wochen mal in der Kirche, aber seitdem nicht mehr. Das verstehe ich. Darf ich fragen, warum du überhaupt hingegangen bist? Meine Freundin und ich wollen aus New Atlantis weg und durch die besiedelten Systeme reisen. Wir haben ewig gespart und meine Freundin freut sich total. Ich freue mich auch, aber ich bin auch irgendwie nervös, weißt du? Wir haben unser ganzes Leben in New Atlantis verbracht. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Ich dachte wahrscheinlich einfach, dass die Kirche mich irgendwie beruhigt. Keine Ahnung. Solltest mal wieder vorbeikommen, Markus würde sich bestimmt freuen.
Ich weiß nicht. Ich will niemanden enttäuschen, wenn ich nicht mehr hingehe. Die Kirche war interessant, aber wie soll man denn bitte sicher wissen, dass das alles stimmt? Stört das nur mich? Deswegen bin ich wahrscheinlich nie wieder hin. Es gibt keine Gewissheit. So ist das Leben. Nicht immer gibt es auf alles eine Antwort. Ja, du hast recht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich nochmal in die Kirche gehe. Mal sehen. Aber ich muss jetzt mal los. Danke, dass du mir das hier gebracht hast. Bis bald mal. Ja, geschehen. Du bist echt einmalig, Zoe. Für unser drittes Date mache ich mir rote Haare. Meine beste Freundin verändert ständig ihren Look. Muss ich mir merken. Okay, das heißt, eigentlich ist sie ein Mädchen. Okay, das ist merkwürdig. Ja, hallo und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer. Und ja, zu merkwürdigen Ansässigen. Nirgendwo ist es so gut wie bei Enhance. Okay. Wie sie wohl wirklich aussieht. Weiß sie das überhaupt? Das ist eine gute Frage, das macht einen Angst, ne? Ich bin... underdressed. Ja, keine Ahnung, warum die jetzt hier sind. Nach Neon, Also ist die Hardware es wert? Ich will keinen Ärger. Auf jeden Fall. Schweineteuer, aber wenn wir ausgestattet sind, brauchen wir nichts mehr zu fürchten. Wenn die nur alle nicht so starren, bei Outland gibt es die besten. Zeit fürs Geschäft. Okay. Kannst du dir vorstellen, wie viele Credits hier durchfließen? Aquilus hat mir bei einem kleinen Aggressionsproblem geholfen. Gucken. Hilfe. Ich dachte nicht, dass ich das Sanktum mag, aber es beruhigt mich. Ich war bei allen früheren Besuchern. Toll. Wie ist es gelaufen? Das sind auch noch ein paar, werden wohl wiederkommen. Das freut mich sehr. Manchmal muss man die Leute nur daran erinnern, dass sie hier willkommen sind. Hier, deine Bezahlung. Wie versprochen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns hoffentlich in der Kirche. Er regt mich immer zum Nachdenken an. Wie sehr bist du mit der Kirche vertraut? Ich bin sehr gläubig. Ich liebe es, Hüter Aquilus zuzuhören und mit den anderen zu reden. Aber ich habe noch sehr viel zu lernen. Ich bin absolut überzeugt, dass Hüter Aquilus und das Sanctum Universum einen positiven Einfluss auf mein Leben ausüben. Ich versuche, möglichst vielen Menschen die Hand zu reichen, sie einzuladen, mit uns zu sprechen und Hüter Aquilus Lehren zu verbreiten. Das ist das Mindeste. Okay, kannst du mir ein bisschen mehr über dich erzählen? Gerne, aber ich warne dich. Ich bin nicht sonderlich interessant. Ich bin in New Atlantis aufgewachsen. Genauer gesagt auf dem Unterdeck. Ich hatte eine harte Kindheit, wie fast alle da unten. Aber ich habe es zum Glück rausgeschafft und einen Job im Geschäftsdistrikt gefunden. Das Sanctum Universum war mir eine große Hilfe. Ich hatte mit Aggressionsproblemen zu kämpfen. Habe ich immer noch manchmal. Hüter Aquilus und die Kirche haben mir geholfen, ein besserer Mensch zu werden. Okay. Wir müssen mit John Tuala im Mast reden. Okay, also Logbuch.
Das heißt, eine Einladung haben wir erledigt. Okay. Ist ja ein Forschungsobjekt ab. Mal gucken, wo können wir das denn machen? Okay, da gibt es keinen Zielpunkt für. Okay. Stelle ein Item her oder modifiziere es. Gibt es dafür einen Punkt? Ja, da gibt's. Okay. Ich habe bei einem Grafsprung mal, keine Ahnung, etwas gefühlt. Ich dachte erst, ich bin verrückt. Hey. Okay. Hallo. Hallo. Komm, sehr Gespräch, ich merke schon. Vielleicht sollten wir einen Augenblick bei der Gedenkstätte unsere Ehre erweisen. Älter als New Atlantis ist. Stell dir vor, was er alles erlebt hat. Die Aufgeklärten organisieren wieder ihre Auktion. Tut mir leid, ich darf nicht abgelenkt werden. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Okay, welcher Sache? Stimmt was nicht? Du klingst besorgt. Ja, besorgt ist eine Untertreibung. Ich arbeite für die Wissenschaftsabteilung des MAST. Ich studiere diesen Baum schon seit einer Weile und es gibt besorgniserregende Anzeichen. Bist du mit diesem speziellen Exemplar vertraut? Ist dir seine Wichtigkeit bewusst? Ich bin schon oft an diesem Baum vorbeigekommen und ehrlich gesagt habe ich ihn nie groß beachtet. Hat er irgendeine spezielle Bedeutung? Endlich kapiert es jemand. Es sei denn, verspottest du mich? Oh. Diese Leute. Ich habe viel zu tun. Wenn du einfach nur gaffen willst, verschwinde bitte. Solltest du mir aber tatsächlich helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Normalerweise würde ich Fremde nicht einfach um Hilfe bitten, aber diesmal ist wohl eine Ausnahme nötig. Wärst du bereit, zusätzliche Daten für mich zu beschaffen? Ich helfe gern. Oh, danke. Das kam jetzt unerwartet. Ich habe eine Reihe von Biosensoren an verschiedenen Orten in New Atlantis aufgestellt und alle so kalibriert, dass sie passende Daten sammeln. Sie laufen schon so lang, dass es Zeit wird, die Daten abzuholen und zu analysieren. Wenn du sie mir bringen könntest, würde mir das eine Menge Zeit sparen. Okay. Es ist ein Privileg, für die Regierung der UC zu arbeiten. Immer freundlich. Das ist die UC-Devise. Mhm. Bis dann. Schleppst du all diesen Schrott mit? So schlecht geht es mir gar nicht. Du gehst zu diesem Arzttermin. Ich muss noch einen Bericht schreiben. Dein Boss meinte auch, dass deine Gesundheit vorrangig hat. Einfach zum Besten. Ich weiß, dass es hart ist.
Aber je früher sie es entdecken, desto besser. Dieser Standardeingriff ist nicht ganz ohne Risiko. Du hast ja recht. Das weiß ich auch. Ich wünschte nur, wir müssten nicht so lange warten. Ich hätte meine Frau fast dazu zwingen müssen, herzukommen. Man muss auf die medizinische Wissenschaft vertrauen. Ja, muss man nicht, aber sagen wir mal so, es ist nachvollziehbar. Ich kenne nur ein ruhiger Tag. Ist das zu viel verlangt? Nein. Aber ich kann das Bedürfnis nachvollziehen. Was für eine Aussicht. Das ist echt blöd, dass man halb... nicht laufen kann. Ja, könnte für einen Kaffee glatt jemanden umlegen. Okay. Schäle wäre jetzt 40. Du musst sie loslassen. Wir haben noch andere Kinder und Enkel. Aber Schäle war besonders. Sie hätte alles werden können. Mir fehlt sie auch. Aber nach dem Unfall ist es gut, dass sie so gestorben ist. Nur ein oder zwei Tage mit ihr wären ein Segen gewesen. Es gibt keinen guten Krieg. Nein. Seit dem Tod unserer Tochter ist mein Mann nicht mehr derselbe. Der Koloniekrieg war sinnlos. Ich schäme mich, Bürger der Yossi zu sein. Ich vermisse meine Tochter ebenfalls. Doch wir können auch für vieles dankbar sein. Auf. Und sie nutzen alte, verlassene Anlagen gerne als Außenposten. Du weißt schon, die aus dem Koloniekrieg. Wir suchen ein Problem. Mal wieder fahren. Dir noch einen schönen. Früher hatte ich noch einen richtigen Job. Oh, und das jetzt? Sehr schick. Danke, danke. Hatte jemand Stromprobleme. Die Ursache? Ein Thermoparasit so lang wie mein Bein. Igitt.
Okay. Hi, wie geht's? Du bist oft da draußen, oder? Im Weltall? Dann werde bloß nie wie diese Spacer. Die sind der Abschaum der Galaxie. Sie plündern, stehlen und morden. Nicht mal die Crimson Fleet vertraut ihnen. Okay, wo muss ich zu dem? Hey, suchst du auch nach Eiern? Ich habe erst eins gefunden, aber ich will sie alle vor den anderen finden. Sagst du mir, wenn du welche siehst? Dieses Ei hat nicht zufällig gepiept. Doch, ja. Komisch, oder? Miss Seng im UC-Vertriebszentrum hat mir das eine abgekauft und gesagt, sie würde auch noch mehr kaufen. Ich kann die Credits brauchen. Ich kann jetzt nicht spielen. Hab Hausarrest. Okay. Hallo. Hi. Was? Hab dein Schiff gesehen? Schick. Oh, danke. Ich mag die auch. Na, hier bin ich schon wieder. Ich kann aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens leider keine Schiffe mehr zuweisen. Ich kann aber mit Waren handeln. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Kann ich behilflich sein? Du hast neulich einen Jungen ein Ei abgekauft, das brauche ich. Von Jordan? Der Junge kommt andauernd mit irgendwelchen Sachen vorbei, die er gefunden hat und will Credits dafür. Ja, ich hatte Mitleid. Was ist das denn? Das ist ein wichtiges wissenschaftliches Gerät, sehr wichtig sogar. Oh, wirklich? Du kannst es für die Summe haben, die ich bezahlt habe. Plus einen kleinen Bonus. Nennen wir es eine Bearbeitungsgebühr. 100 Kredit zahlen, na schön, hier. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Zurück ans Werk. Hast du die Sensoren schon gefunden? Danke für deine Unterstützung. Aber ich brauche alle Sensoren. Ich habe alle deine Sensoren. Wo liegt denn das Problem? Letzte Scans des Baums deuten darauf hin, dass sich das Innere größtenteils verflüssigt hat. Okay, ein kleiner Prozentsatz seines Innenlebens ist natürlich immer flüssig, um die Nährstoffübertragung zu gewährleisten. Aber so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Falls das weitergeht, könnte der gesamte Baum in sich zusammenfallen. Und ich mache mir auch Sorgen um weitere Auswirkungen. Weitere Auswirkungen? Wie meinst du das? Für Spekulationen ist es noch zu früh. Zuerst würde ich gern die zusätzlichen Daten sehen. Sollten wir diesen Bereich zur Sicherheit nicht absperren? Wenn die Zeit kommt, werde ich die entsprechenden Leute beim MEST alarmieren. Mehr Daten würden meinen Bedenken aber mitunter mehr Gewicht verleihen. Du wirst diese Sache auf den Grund gehen. Danke für deine Zuversicht. Je eher ich alle Daten habe, desto eher kann ich eine Einschätzung treffen. Ich warte hier. Ich will nicht drängeln, aber ich... Wirklich?
Wunderbar. Ich nehme einfach die hier und sehe mal, was wir finden. Okay. Wir laden die Daten einfach hoch und warten einen Moment. Und noch einen Moment. Es funktioniert, oder? Da. Was bin ich erleichtert. Also mal sehen.